Willkommen, willkommen, wir sind in Vegas angekommen. Nur einen Tag hat's gedauert aus München. Die Anreise mit nur einer halben Stunde Verspätung in Philadelphia war es ganz okay. Müde bin ich trotzdem, denn es waren 5 Kinder um mich herum im Flugzeug und ich konnte zwar ein bisschen schlafen, aber nicht ganz so gut. Aber die gute Nachricht ist, es ist abends um 10 hier, also jetzt kann ich mich auch gleich schlafen legen und morgen sofort für euch berichten, nachdem es morgen auch schon losgeht hier in Las Vegas, beziehungsweise bei euch schon heute früh ja sozusagen, bevor ich schlafen gehe, noch das Video hier kurz über mein Zimmerchen, wo ich dieses Jahr bin, mal wieder im Vedara, diesmal ein bisschen kleiner, weil ich alleine hier bin. Der Julia, nachdem es der Tech-Ref nicht mehr gibt, ist jetzt nicht dieses Jahr mehr dabei. Dafür kann er jetzt Geburtstag in Deutschland feiern, beziehungsweise beim Skifahren. Also jetzt hier nochmal kurz ein Rundgang. Ich gehe mal hinter die Kamera und führe euch ein bisschen herum. Beziehungsweise es gibt viele Spiegel, deswegen könnt ihr mich hin und wieder noch so auch sehen. Also wie immer eine bequeme kleine Küche, beziehungsweise ein Vorzimmerchen, eine Diele, wo man hier ein bisschen arbeiten kann, sich Eis holen könnte, eventuell um das Bier kaltzustellen oder natürlich einen von den beiden Kühlschränken benutzen. Auf der linken Seite ist die Minibar, die ich wahrscheinlich nicht anfassen werde. Aber rechts haben wir immer kostenloses Wasser täglich. Müssten da 2 neue aufgefüllt werden für die Resort-Fee, in der auch übrigens schnelles Internet ist, 20 Down, 10 ab vorhin per WLAN gemessen. Und jetzt gehen wir weiter ins Wohnzimmer, wo ihr schon meine Tasche hier stehen seht und mein Noise Cancellation Headset auf dem Tisch liegen, beziehungsweise hier an der Wand wie immer die kleine Bedienfläche, wo wir 2 verschiedene Arten von Rollos hier runterlassen können, automatisch hier, damit alles verdeckt ist. Wollen wir aber gar nicht, denn wenn wir hier gleich aus dem Fenster schauen, weil es ist eigentlich viel interessanter als hier an den Fernseher anzuglotzen, der von Philips mit ungefähr 40 Zoll auch zwar ganz okay ist, aber wenn wir hier rausschauen, sehen wir hier Paris und den Link und gerade ist keine Show vom Bellagio, aber vor 5 Minuten gab es auch schön die Wasserfontänen-Show. Und sonst auf der anderen Seite, wenn wir nach hinten rausschauen, dann hier die entsprechende Autobahn, damit man sich auch schneller hier bewegen kann zwischen den Hotels. Denn natürlich sind nicht alle auf dem Strip, da ist das Rio und da hinten wäre das Palms und so. Das seht ihr dann erst, wenn hier überall das Licht aus ist. Derweil bewege ich mich ein bisschen weiter, weil ihr könnt schon in der Spiegelung sehen, hier haben wir noch das Bett, wo wir ein paar Tage hier verbringen werden. 5 Tage, um genau zu sein, im Vidara Hotel. Und dann hier auf der anderen Seite entsprechend nochmal ein Fernseher, hier ein Kleiderschrank, den ich wahrscheinlich nicht benutzen werde, aus der Tasche leben kann man gut 5 Tage lang und dann gehen wir weiter ins Bad, was wie immer geräumig ausfällt, beziehungsweise die Badewanne natürlich ohne Whirlpool jetzt, aber ansonsten hier, wie man auch schön erkennen kann, eine Dusche, die auch noch frei begehbar ist und ein riesengroßer Spiegel, wo wir uns dann vorbereiten können jeden Tag hier auf die CES morgens und abends. Morgen früh um 7 geht es für mich auch schon los, also wahrscheinlich werde ich mit Jetlag sowieso früh aufwachen, wenn ich gleich ins Bett falle. Und ja, das war's schon mit der Mini-Rumführung, beziehungsweise ich freue mich schon auf die Tage. Es gibt ja schon von Nvidia, heute Abend gab es eine Pressekonferenz, die ich leider verpasst habe, weil mein Flug leider so gebucht war, aber ansonsten geht es dann noch morgen mit Asus, Acer, Nvidia nochmal ein bisschen was anschauen und viele Hersteller wie Intel, Qualcomm und vor allem Autohersteller wie Volkswagen, Audi, Mercedes und Co. sind ja alle hier und werden uns ein paar interessante Dinge zeigen und wir werden noch ein paar Autos auf jeden Fall anschauen, vielleicht auch von Herstellern, die ganz neu sind, wie Faraday Motors, auf die bin ich auf jeden Fall gespannt, nachdem ja Tesla jetzt langsam schon zum Mainstream wird, könnte man ja fast schon sagen. Also, schön, dass ihr reingeschaut habt, hier von unserem kleinen Hotelzimmer-Rundgang. Mein Name ist Balaschgal und wir sehen uns die Tage mit vielen, 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 vielen Videos auf Tech-Video, also bitte abonnieren und weiter sagen, dass es hier vieles zu sehen gibt.